Warnung! Die folgenden Stunts wurden von professionellen Schauspielern durchgeführt. Zum Schutz Ihrer selbst und der Personen in Ihrem Umfeld sollten Sie unter keinen Umständen einen oder mehrere der nachfolgenden Stunts nachahmen. Kinder haften für Ihre Eltern. Heute bei der Sendung mit dem Flo. Memes. Memes gibt es ganz viele auf der Welt. Das sind nämlich so eine Art gedankliche Kulturgüter. Und die werden unter Menschen ausgetauscht, verbreitet und weitergegeben. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Gene. Die werden ja auch weitergegeben und so verbreitet. Dieses Weitergeben und Verbreiten geht heute natürlich am schnellsten durch das Internet. Dabei können sogenannte Internetphänomene entstehen. Was das ist, zeigt uns heute mal der Peter. Hallo Peter! Dem Peter ist öfters langweilig. Was macht er dann? Er geht mit seinem Computer ins Internet. Dort findet Peter sehr interessante Sachen. Von diesen Sachen lässt sich Peter inspirieren und macht sie danach. Dum, dum, dum. Wie bei dem hier zum Beispiel. Pranking. Pranking ist ein solches Internetphänomen. Das wurde durch die Memes, also die Kulturgüter, verbreitet. Das gibt es noch nicht allzu lange, aber durch das Internet wurde es sehr schnell bekannt. So sieht das dann aus. Und der Peter erklärt uns jetzt, wie das geht. Zuerst sucht sich Peter eine Bank. Da ist ja schon eine. So, noch überprüfen, ob sie stabil ist. Und schon kann's losgehen. Man legt sich so auf die Bank, Körperspannung, das war schon. Das ist Planken. Wenn dem Peter das Planken zu langweilig wird, dann kann man auch aulen. Da hockt man sich dann so hin, wie eine Eule, und guckt auch so. Oder man macht Batmaning. Peter findet diese Memes so toll, dass er sich seine Freunde dazu holt. Zusammen macht's natürlich noch mehr Spaß. Die meisten Memes kann man aber alleine machen, wie zum Beispiel das Staring. Oder Sleeping. Es gibt aber auch Memes, die kann man gar nicht alleine machen. Wie das zum Beispiel. Das heißt Horsemanning. Fürs Horsemanning braucht man zwei Leute. So wie fürs Chatting. Oder Talking. Ah. Das ist doch genauso wie bei den Eukaryoten. Die sind auch durch Phagozytose entstanden. Doch, Mann. Bist bescheuert! Anders als beim Pudding. Dafür braucht man nur Milch, Kakaopulver oder Zucker, Speisestärke und Eier. Oder man nimmt einfach Milch und Puddingpulver. Von den ganzen Memes wurde Peter so inspiriert, dass er sein eigenes erfunden hat. Inflowing. Das war's auch schon wieder bei der Sendung mit dem Flo. Schaut das nächste Mal wieder rein, wenn wir das neueste Internetphänomen erklären. Reading. Tschüss, Kinder.